Hallo, Da mein sind Name wir. ist Grummel Bernd. Ich bin der grummelige Grummelfrist. Friss. Christ, wollte ich sagen. Ist ja Etikettenschwindel hier. Wir sind in der zweiten Kampagne von Resi 6 und tatsächlich, ja, zumindest einer von GameCube hat es bis in die zweite Kampagne von Resi 6 geschafft. Und es hat auch nur, wie lange hat es jetzt gedauert, seit ich das mit Michi gespielt habe? 2 oder 3 Jahre. Ja, wir haben in Aber der wir Folge mussten uns auf die davor. richtigen Seiten stellen. Wir haben viele traurige Sachen gelernt. Huch! The Oh! BSAA has arrived on the scene. Excuse me, can I get a comment, please? Excuse me, is this outbreak related to the situation back in the States? Is the BSAA involved there as well? Ja, bla bla. Was für ein Chaos. Come on, our target is ahead. Come in, HQ! Group 4 is a mix of civvies and hostiles. Got anything else? Huch! Die guten Humvees, die kosten doch ganz viel Geld. Alpha Team, switch course from Route 4 to Route 9. Hier darf ich the nicht destination hochklettern. Through the building and the six of clubs. Oh, ist alles nach Spielkarten benannt, ne? Ja, das ist doch immer bei den Amis, wenn die bestimmte Personen suchen oder so. Machen sie das doch immer mit Kartenspielen. After they rendezvous with Delta, we will proceed with the operation as planned. Okay. Kisten da jetzt schon. Warte, hier sind noch Kisten. Das schießt Zombies? Ja, was wolltest du sagen? Nee, Spielkarten, ja, das war. Die quatschen bei mir halt auf der. So. Über das Peak Ass, die Ace of Spades und. Oh, hier ist so ein Dingsy. Donksy Danksy. Warte mal ganz kurz. Aber man Ach, kann hier das ist nicht. Das Inventar. Und wie war jetzt schnell kombinieren? Das weiß ich nicht. Oh, ich habe die Nein. Schweinehälfte getroffen. So geht's auch. Warte mal. Oh, hier ist noch so ein Ding. Oh, nee, eine Granate wollte ich nicht benutzen. Nee, du wolltest doch gerade, wir haben irgendwie viele Geschichten irgendwas erzählt. Was? Was wolltest du sagen? Irgendwas hattest du doch angefangen zu erzählen. Hab ich? Ja. Nee, die Story des Spiels wollte ich kurz rekapitulieren. Ach so. Hast also aufgepasst? Nee. Nee. Ich habe ja Pizza gegessen. Oh, ups. Ich habe da jemanden runtergeschmissen. Aber ich glaube, der hat geschlafen, der hat es nicht gemerkt. Das hier sind definitiv keine Zombies. Oh. Aua! It's not looking good. Requesting immediate backup. Copy that. Gegen wen kämpfen wir denn hier? Ich bin nicht ganz sicher. Wenn sich einer vorstellt, fragen wir mal. Hast du da so eine Tür, die man nur zu zweit eintreten kann? Huch! Oh! Ups. Achso, aber denen geht's gut. Ach, es sind. Ih, der hat viel zu viele Augen. Here's the HQ. We've made contact with Duomo. It's the same kind we dealt with back in Adonia. Copy that. Proceed with extreme caution. Ist tatsächlich mal ein Vierauge. Hm. So, wichtiger Videospieltest. Kann man die Scheiben vom Taxi einschießen? Ja, man kann Löcher reinschießen. Dann ist ja alles gut. Guck mal, hier gibt's Peking-Ente. Wusstest du, dass deren Haut aufgepustet wird? Oh, wir müssen aufhören, über Essen zu sprechen, weil ich habe so einen Hunger. Was, die wird aufgepustet? Ja, die wird halt so gebraten. Und, also beziehungsweise bevor die wird irgendwie gekocht und gegrillt und sonst was. Und dann wird mit so einer speziellen Technik Luft unter die Haut gepustet, damit die Haut kross werden kann. Ah, okay. Ja, das. Was ist das denn? That's not good. Seit wann können denn die bemalten Zombie-Menschen Hubschrauber ich glaub, abschießen? Ich glaube, das sind keine so richtigen Zombie-Menschen. Das ist so ein bisschen wie bei Resi 4. Wo die ja dann auch keine so Zombies mehr waren, sondern eigentlich nur so Art Super-Mutanten-Viecher. Die konnten doch dennoch richtig kämpfen und waren ja im Grunde genommen eher so eine Art, so ein Hive. Wenn ich mich recht erinnere. War 4 das in Afrika? Nee, das war 5. 4 war das
wo man die Präsidententochter retten sollte, was in diesem Dorf losging. It looks like all that training's kicking right in. Can the chatter. You ready? Siehst du, jetzt geht das Homoerotische schon los. Ja. Da werden uns hier schon die Komplimente gemacht. Gleich müssen wir uns ausziehen. Ich hab gesagt, du sollst den Chatter kennen. Hallo! Das sind Macheten-Zombies. Brauchen wir schon wieder nicht Munition zu benutzen. Okay, ich verhau ihn einfach. Alter, er hat hier aber, er hat einen toughen Move drauf. Er macht so einen, dreht sich an meinem Kreis. Wow. Die schreien aber wirklich sehr theatralisch. Aua! Oh, Vorsicht. Oh, ich bin ganz müde. So krass, dass es denen tatsächlich den Kopf wegreißt und der danach dann nachwächst. Schreien die bei dir denn auch so witzig? Ja, klar. Was habe ich denn alles? Ich habe eine Handgranate und hier eine Blendgranate. Ach, ich benutze jetzt auch mal eine Blendgranate. Ich mach die Tür vorsichtig auf, ja? Weil uns, damit uns keiner hört. Ja, ja. Wir sind halt mega leise unterwegs. Wir sind super Stelzi. Wir sind Spezialkommando. Spezialkommando, klopf, klopf. Klopf, klopf. Ob sie die Tür nicht auch irgendwie so aufgeklopft haben? Hier sind doch bestimmt noch Kisten irgendwo. Ach, du hast es schon wieder gefunden. Ja. So ein Kistenradar. Ach, DLC oder was? Microtransaction? Nein, das war ein Scherz. Ich habe gesagt, ich habe ein Kistenradar. Ja, ja, ich weiß. Und ich habe gemutmaßt, dass du dafür 5 Euro bezahlt hast. Ja, habe ich auch. An dich. Ziehen sich irgendwelche Feiglinge schon wieder zurück? Was soll denn das? Also er ist einfach voll der mächtige Nahkampftyp hier, ne? Ich muss die ich muss die nur einmal hauen und dann. Kriegen die hier das gesehen? Ja. Diese Spinning Backfist? Voll die, ja, die voll die geile Drehung. Voll cool. Ja, zwei Hits, dann ist das Thema erledigt, ja. Oh, ich bin müde. Ich bin sehr müde. Boah, was hat. Der hat aber einen geilen, wie heißt das, so ein Uppercut? Oder Upper, wie heißt das? Wenn du von unten und das so. Ja, das ist ein Uppercut, ja. Ja? Ja. Oh, geil. Ich hab mir aus Fight Night 3 tatsächlich was gemerkt. Ist das schon wieder Fight Night 3 war das tatsächlich das Spiel, wo ich mal verstanden habe, was Boxen ist. Also, was dass die Faszination am Boxen ist. Autsch. Dem wächst bestimmt gleich ein dritter Arm. Mhm. Nee, es sieht aus wie ein Oberschenkel. Ja, sowas ähnliches. Ach, was ist es denn mit denen? Was soll denn das? Ich hab noch mehr Augen. Aber liebes Monster, warum hast du so viele Augen? Damit ich dich besser riechen kann. Mmh. Yum, yum. Mit meinem Hammerarm. Der Hammer, Hammer, hart. Hammer, Hammer, Arm. Das ist ja erst der erste. Oh, Backflash, Tag. Backflash. Alpha to HQ, we just witnessed the Dwarven mutation. Shoot it! Keep him back! Die versuchen sich mit den Armen zu schützen. Du bist immer sehr, ich würde mal sagen, verschwenderisch mit deiner Munition, oder? Ja, ich wichse das da alles rein.
Ich müsste das vielleicht auch mehr machen. Ja, also aber ich hau auch sehr viel. Siehst du, schau mal, die benutzen hier sogar MPs. Oh, clear. Und die verbrennen sogar. Schau mal eine an. Die räumen hinter sich wenigstens auf. Stay here and tend to the wounded. HQ, Alpha Team reporting. I got four of us standing along Route 9. Ach, ich kann das in Automatik schalten und ich wundere mich die ganze Zeit, was das soll. Und das Ding hat sogar einen Schwarz-Weiß-Nachtsichtmodus. Ich werd bescheuert. Das ist ja geil. Hast du auch so fancy Waffen, die so viele Modi haben? Vielleicht meine Pistole. Was ist jetzt los? Also warum springst du da auf mich drauf? Wie machst du das denn? Du zielst und drückst Y eigentlich, oder? Y, genau. Und dann änderst du den Waffenmodus. Und je nachdem, was für eine Waffe du hast, hat er dann andere Funktionen. Was hast denn du für Waffen dabei? Ich habe nur die. Guck mal zum Beispiel bei dem Maschinengewehr kannst du bei dem Sturmgewehr kannst du bestimmt zwischen Autofeuer und Einzelschuss ändern. Ich habe die 909, das ist so eine dicke Pistole mit einer Taschenlampe. Ja. Da passiert nichts, wenn ich Y drücke. Und das. Ja, du hast ja unten so ein kleines Symbol, ob du Y drücken kannst. Ja, genau, kann ich nicht, bei beiden nicht. Dafür bin ich wahrscheinlich dieser Monster-Nahkämpfer. Ah, dann bist du der Nahkämpfer, ja. Krass. Ah, vielleicht soll ich mal mit dem Messer rum. Ich habe noch ein Scharfschützengewehr dabei. Bitte. Enemy sighted! Find cover! What? Oh, hier ist aber jetzt schon richtig was los. Oh, schau mal, was hier die Straße runter los ist, ey. Ja, ich wollte ja gerade meine Nahkampftechniken ausprobieren. War nicht so gut. Warte mal. Oh, ich glaube, mein Scharfschützengewehr ist echt stark. Wenn ich mal treffen würde. Ja, so viel dazu. Ich habe gerade mit einem Schuss zwei erwischt, glaube ich. Sehr gut. Haben wir denn jetzt die Skills wenigstens übernommen von den Vorleuten? Ich glaube ja. Weil das wäre sonst echt richtig Wurst. Ich glaube, das nimmst du mit. Obwohl ich nicht ganz sicher bin. Ja, aber wir haben ja so gut wie nichts geskillt. Aber deshalb ist es ja auch dieses New Game Plus. Ah, hier ist so ein Emblem. Got it. Ja, genau. Ich bin verschwenderisch mit Munition und du jagst einfach eine ganze Salve in das arme Emblem. Ich habe einen Schuss abgegeben. Bei mir hast du bababab gemacht. Echt? Ja. Ist ja geil. Was ist das denn? HQ to Alpha. Hier ist aber warm. We've lost contact with a recon unit. Proceed with extreme caution. Roger, HQ. Blablabla. So. Du bist so ein Aufräumer, ey. Ich habe eben auch direkt drei umgehauen, ne? Als diese Action losging. Was ist denn? Also, denn. Ich brauche hier gar nicht mitmachen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich gehe da rein und hau dann um mich, ne? Wenn ich sauer bin, ne? Bin ich da hingegangen? Da kennst du nix. Hab ich den getreten? Keine Gnade. Hat er mich angeguckt? Dann hab ich den gehauen. Was jetzt? Hä? Was oh, hier ist wieder ein Armsi. Jetzt gibt's hier auch schon Armsis. HQ copy. Sending medics your way. Sie schicken Medikamente? Aber die muss man, was? Bei mir hat er gesagt, er schickt mir Täter. Ja, Medics. Aber die muss man. Wow! Achso, ja. Alter, der hat mich fast umgebracht. Was denn? Wer denn? Der Handler. Oh, da hinten, ich sehe da nur Schatten. Ach. Ihr müsst auf die. Naja, ist egal. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst auf die Köpfe, auf den Kopf zielen. Die Köpfe. Ich esse mal ein paar Tic-Tacs. Warte an der Tür. Ah, warte mal. Ach, das ist ja geil. Von Weitem sah dieser Schatten, den die Pflanze hier wirft, sah aus wie so ein Viech mit dem Arm da unten. Siehst du das? Was, dieser Schatten, der auf die Tür rauf fällt? Ja, warte mal. Hier ist noch eine Pflanze, sorry. Ich sehe die Tür nicht. Moment. Ach, da. Oh ja, das stimmt. Das sah, als ich um die Ecke geguckt habe, sah das halt aus, als wäre das so ein Arm von so einem aufgeplatzten Vieh. Na, wenn der hier lädt, dann trinke ich mal einen Schluck. Nee, kann ich nicht. Darf ich nicht. No, unmöglich. Drinking Force, Fritz. Hä? Du bist ja so ein Kistenseemonster. Wahnsinn, oder? Ich laufe immer durch die Spielwelt so la 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 la.
ich bin der kleine Franz. Pass auf, den schubst du jetzt runter, den schubst du jetzt runter. Zack. Und tschüss. Und vor allen Dingen, wie locker. So mit einer Hand. Ja, ja, hier, komm mal weg. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Boah. Ja, ich kann das mich auch. Zeigst mir gar nichts. Ich hoffe, ich habe so eine Rennattacke, das sollte ich nochmal ausprobieren. Gehen Sie auf dieses Hochhaus. The UN staff that have been taken hostage are inside. Proceed with extraction. Ich nehme mich auch mal mit an die schönsten Orte, oder? Ja, das ist wirklich schön mit dir. Ich war am Wochenende in den Harz übrigens. Du fährst oder du warst? Ich fahr. Jetzt hier am Pfingstwochenende? Ja. Schön. Ich mache den freien Tag ein bisschen genießen. Ich mache Wellness mit der Freundin. Auch schön. Aber ich packe mir die jetzt da oben. Leider, ich sehe das nicht ein hier. Leider Wochenenddienste muss schon wieder. Ja. Nee, Johnny, das ist, du kannst schießen, wie du willst. Ich mach dich jetzt, ich hau dich um. So, dankeschön. Was ist der Harz nicht von euch auch verhältnismäßig weit weg? Wie lange fahrt ihr denn da? 2 Stunden. Obwohl, du hast ja auch ein cooles Auto. Ich bin letztens mit deinem Auto gefahren, so ungefähr 10 Minuten. Mitgefahren. Achso, ich dachte gerade, was? Wie? Du hast es nicht gemerkt. Als du schliefst, habe ich mir den Schlüssel genommen. Things aren't going too well over at the Three of Diamonds. They need you down there. Roger that. Ja, mit einer Karo 3 kommt man ja auch normalerweise nicht weit. Ja, meine Freundin hat aber auch eigentlich ein ganz schönes Auto, müssen wir gucken. Meins ist ja so groß und für 2 Personen lohnt sich das eigentlich gar nicht. Du hast nämlich einen Rolls-Royce. Mein Glied. Was? Rolls-Royce. Rolls-Royce? Ach, hier geht's hoch. Rolls-Royce. Wollen wir einen Laden machen, der Frühlingsrollen verkauft? Und der Chefkoch heißt Roy und der Laden heißt Rolls-Royce. Davor ein weißer Tiger. Aua, ich falle immer um. Oh, da hinten ist ein Dings. Da hinten ist ein ein Symbol zum Wegschießen. Das ist so geil. Der Typ ist einfach, meine Nahkampffähigkeit ist halt einfach so übermächtig, ne? Ich guck mal, ob ich gegen den Riesenarmmann auch kämpfen kann. Okay. Ich habe ihn one-shotted. Oh, der fällt schon vor Schreck um. Du auch. Oh Mann. Ey, wenn man das kann man ja jetzt schon total als Action-Spiel spielen. Das Geile ist, er hier hat halt, ich glaube, ich habe halt einfach keine Bonuswaffen oder so. Also ich spiele jetzt halt auch wie blöd, ne? Ich scheiß auf alles. Ja, mache ich jetzt auch. Also das ist aber, glaube ich, okay. Also was ist denn der? Ich glaub, hier kann das ist okay. Der linke Trigger ist das Missionsziel. Ja, genau. Das ist also der nächste Punkt, wo du hin musst. Das ist nicht der Trigger, die Schultertaste, meinst du? Ja. Mhm. Soll ich dir helfen? Traust du dich alleine nicht? Ich trau mich nicht. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Wenn ich sage ein bisschen, meine ich viel. Ach du Scheiße. Ich hab dich, Schatzi. Captain! Da war die Animation da gerade eben falsch und er hing eigentlich schon einen kleinen Moment in der Luft, bevor der andere seine Hand gegriffen hat. Ja, ich glaube auch. So ein bisschen wie... Du musst mich, glaube ich, beschützen. Kannst du mich beschützen? Ja, kannst du irgendwo hin? Ich kletter die ganze Zeit wie ein Blöder, aber du musst mich beschützen. Da stehen 4 Clowns und schießen auf mich. Wo denn? Auf dem Dach! Ach, da! Dem Dach. Du, die wollen mir Böses. Jetzt sind rechts auch noch welche. Die schießen Löcher in mich rein. Zum Glück schießen sie wie die Vollidioten. Ja, jetzt nach der links oben. Ah, jetzt kann ich mich selber kümmern. So, Johnny. Aber wir wissen ja von The Forest, was passiert, wenn wir getrennt werden, ne? Dann geht das Spiel nicht weiter. Ich muss mal noch ein paar Tic-Tacs nehmen. Ah, mir geht's noch ganz gut. Oder wie in Alienation, da wirst du dann immer zu dem Hauptspieler hingebeamt, wenn du zu weit weggehst. Kindergarten. Das wolltest du ja nicht mit mir spielen, das wolltest du immer mit deiner Freundin spielen. Ja, they keep coming from. War super. Cool Spiel. Piers, can I get some cover? Du hast nicht meine PS4 mit Gap. Ich weiß. Ich wollte aber unken. Was jetzt? Fliege, Fliegeäumels!
Hast du die schon gesehen? Ja. Die sind hier mega eklig. Wie ein wunderschöner Schmetterling. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so... Alter, Chris ist so eine Maschine im Nahkampf. Ne? Das ist schon lächerlich. Die vertragen aber ganz schön viel. Die Flugdinger. Ich finde die ganz schön gruselig, weil die immer so vor sich hin brabbeln. Ich sag mal, wie haut der denn auf die Kisten? Hier los. Aua. Die, hier wegen dem Wellness, was genau gibt's denn da alles? Was könnt ihr da machen? Wellness gibt's da. Ne, die haben so verschiedene Saunen und so. Ich kann hier nicht weiter, warte mal, wo? Warte mal, ich kann vielleicht darüber. Vielleicht muss ich irgendwie zu dir, Moment. Ich muss hier runter, okay, ich bin falsch gelaufen. Wir müssen übrigens auch, wir müssen ein Päuschen machen, ich bin ganz erschöpft. Oh, dann machen wir ein Päuschen, ein Sicherheitspäuschen. Ja, ich muss nur kurz die beiden Johnnies hier wegäumeln. Okay, kann ich? Warte. So, bis gleich, ne? Ciao.